Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich heute ein bisschen diese Baupläne, die wir gefunden haben, testen möchte. Also was heißt testen? Also wir bauen ein paar auf und so weiter. Wir können kurz mal durchgehen, welche wir schon haben. Wir haben dieses Kreuz gefunden, was beleuchtet ist. Dafür brauchen wir dann diese Glühbirnen, die wir schon, da haben wir schon etliche unten liegen. Das können wir auf jeden Fall machen. Diese Couch hier. Also ja, wir werden sie auch machen. Wir können sie nur noch nicht jetzt komplett machen. Also mit der Rüstung, die ich jetzt ertrage, könnte ich sie wahrscheinlich machen. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich die hinstelle. Die stelle ich irgendwo draußen hin wahrscheinlich. Weil die ist so schlimm, die weiß ich nicht, möchte ich nicht im Haus haben. Fallen werden wir auf jeden Fall aufstellen. Bestehende, also die schon vorher gab. Und bestehende, wie komme ich auf das Wort? Die es schon vorher gab. Und die neuen würde ich gerne mal testen. Weil so langsam wäre es schon cool, wenn wir Fallen aufstellen würden. Für die Kannibalen und so. Weil ich meine, für die Mutanten nützen die weniger. Aber dann können wir wenigstens den Kannibalen beim Sterben zuschauen. Das ist auch eine Falle. Also hier, was immer frei ist, na, da fehlen uns noch welche. Da gibt es dann wahrscheinlich noch weitere Fallen. Diese Uhr. Ja, diese Uhr. Das ist dieser Teleporter, aber den Teleporter, den kann ich, glaube ich, erst mit dem Artefakt nutzen. Glaube ich. Und was das da sein soll, weiß ich noch nicht 100 pro, aber das finden wir raus. Bestimmt. Und das ist dieser Gleiterdingens, also den können wir schon bauen. Aber ich kann den jetzt noch nicht testen, weil wir beim letzten Mal unseren Gleiter verloren haben. Und da sammeln wir mal irgendwann wieder einen neuen ein, ne? Also ich würde sagen, ich möchte mit der Uhr. Ach so, nee, ich kann euch erstmal zeigen. Ja, also ich möchte mit der Uhr, glaube ich, anfangen. Aber ich zeige euch erstmal, was ich Neues gemacht habe. Und das kam mir so, ich hatte ja hier immer solche kleinen, halbhohen Stämme reingesteckt. Einfach nur, um die wohin zu stecken, damit die nicht beim Neuladen, sag ich ja mal, despawnen. Also wenn man speichert und neu reingeht, ne? Und ich hatte die immer hier stecken und habe die halt auch auf den anderen Sachen gesteckt und so. Und dann hatte ich so lange Stämme und habe die halt dann einfach mal dahin gemacht, so als Zwischenlager. Und fand das irgendwie cool. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das auf den beiden Seiten auch noch mache oder nur auf der Seite lasse, wo es jetzt ist. Ich zeige euch das kurz mal. Dann, ne? Ach ja, mir fehlen übrigens noch zwei Tierhäute. Also ein paar konnte ich noch sammeln, aber mir fehlen immer noch zwei. Also. Gehst du hin? Setzt du dich auf den Stuhl? Ich kann nicht, wenn niemand zuguckt. So, hier habe ich so eine kleine Treppe hochgemacht. Hier wollte ich eigentlich nie eine Treppe hoch haben, weil ich wollte ja eigentlich normal zur Tür raus und hier dann, wenn dann nur ein Seil oder so. Ich fand es aber so cool irgendwie, dass ich mir gedacht habe, hey, why not? Irgendwie sah es cool aus. Und das mit den Geländern, da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich dann zu viele von diesen Halbhohen übrig hatte. Und es war eigentlich die Idee hier. Ich habe die dann einfach mal da unten hingemacht. Und dann waren sie da oben. Und dann dachte ich mir, hey, vielleicht geht ja so ein Geländer drauf. Das sieht ein bisschen massiv aus. Fast schon ein bisschen zu massiv für meinen Geschmack. Aber es sieht doch ganz okay aus. Ich glaube, ich lasse es so. Also hier habe ich nochmal. Hier war ja unser Standardhaus, ne? Hier habe ich dann nochmal so ein Ding rausgemacht, also dass man hier laufen kann. Das da habe ich noch gemacht. Dann sind die Rüstungsständer auch unten drunter. Nur, dass man hier laufen kann und dass es ein bisschen schöner vom Haus aussieht. Also, dass das Haus nicht so, wie soll ich sagen? Dass es das Haus ein bisschen auseinanderzieht und es nicht einfach so ein Block ist. Sondern dass du halt so eine schöne Etage irgendwie dazwischen hast. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es sieht jetzt halt schöner aus, finde ich.
Und dann habe ich, du hast nichts zu tun, ne? Es ist gleich Nacht, wir können, ich kann dir dann morgen wieder was geben. Du kannst Baumstämme holen. Hier habe ich übrigens beim Seil hier so Baumstammlager hingemacht. Funktioniert sehr gut. Machen wir das wieder weg. So. Und dann habe ich ja gesagt, diese Dinger hier. Ich finde es irgendwie, es sieht cool aus. Diese Balken hier. Dieses Geländer. Nennt von mir aus Geländer. Ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Sieht zwar auch sehr massiv aus. Ich finde es aber irgendwie cool. Also es hat was. Vor allem in Verbindung mit diesen Treppen. Ich habe mir dann überlegt, vielleicht solche Zwischenbalken wegzunehmen, falls das gehen würde. Aber das würde dann. Ich glaube, das sieht nicht so cool aus. Ich habe eben überlegt, ob ich das da lasse. Und wenn ja, ob ich das auch noch hier hin mache. Aber ich glaube nicht, weil hier schieße ich ja immer raus. Klar, kannst du auch hier schießen, aber dann, wenn die genau hier sind, dann hast du so einen Balken vom Gesicht, wenn du hier welche hast. Na, deswegen würde ich es, glaube ich, eher so lassen. Und das ist eher dann so eine Sicherung für drin oder so. Hier musste ich die an der Stelle hochmachen, weil das da ist ja schon ein vorgefertigtes Gebäude und du kannst das nicht hier auf halber Höhe snippen. Du kannst doch nicht so einen kleinen Stamm hier hin machen. Das wäre vielleicht hätte es funktioniert, wenn zuerst der kleine Stamm hier gewesen wäre und dann hättest du dieses Ding hingesetzt. Weil das ist ja ein ganzer Blueprint, ne? Aber so finde ich es eigentlich auch okay, wenn das bei jeder Seite ist. Also hier konnte ich es nicht machen, weil hier haben wir unseren kleinen Special-Dings da hinten, ne? Da habe ich mir auch noch überlegt. Vor allem kannst du halt jetzt halt hier teilweise hochlaufen. Hier habe ich mir noch überlegt, dass ich dieses schräge Dach hier nicht nur ein halbes hoch mache, sondern so ein ganzes hoch mache. Weil dann könnte man nämlich hier so ein ganzes rübersnappen und dann wäre diese Fläche hier nämlich auch noch Schrägdach. Und dann könnte ich diese auch noch Schrägdach machen. Das muss ich aber noch gucken, ob ich das so haben will. Kelvin geht sehr komische Wege, finde ich aber interessant. Wir schlafen dann erstmal. Ja, auf jeden Fall waren das so diese Dinge, die ich gemacht habe. Ich finde es eigentlich ganz nice. Je mehr ich es angucke, vor allem, wie gesagt, in Verbindung mit diesen Treppen. Ich finde es ganz cool. Und dann habe ich noch diese Blumenkästen. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen. So. Ich habe Hunger. Muss mal gucken, immer wenn ich hier schlafe, wo Kelvin aufsteht. Weil jetzt lag er nämlich hier. Ich könnte natürlich immer ein Bett dahin machen, wo er liegt, aber hier ist halt gerade die Treppe, ne? Das wäre nicht so optimal. Ich habe halt nichts mehr zu trinken. Wir haben jetzt schon so viele Dinge. Dankeschön. Das kam jetzt wie gerufen. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts mehr zu trinken. Wir haben jetzt da so viele Sachen da stehen und die sind jetzt halt alle wieder leer, weil du so viel Durst hast, wenn du die ganze Zeit durcharbeitest. Es könnte mal wieder regnen. Ja gut. Was ich auch machen könnte, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Warte mal kurz. Rein theoretisch könnte ich. Nee, es funktioniert nicht. Zumindest sehe ich das nicht im Beutel. Nee, also hätte ich gesagt, rein theoretisch könntest du ja, wenn du das da hast, hier hinstellen und dir dann Neues machen. Aber du kannst es hier nicht hinstellen. Du kannst keine zwei Flaschen tragen. Da hatte ich mal getestet, da habe ich dann gespeichert und getestet. Dann habe ich mir eine zweite gedruckt und getestet, ob ich sie mitnehmen kann. Aber nee, konnte ich nicht. Man kann nur einen tragen. Also ich konnte nur einen tragen. Wer hat die Beeren runtergeworfen?
hier waren auch noch ein paar Sträucher drin, aber die gehen sowieso, wenn es dann Herbst und Winter wird. Also im Herbst sehen die halt nicht mehr so geil aus und im Winter sind die dann eh weg. Hier hatte ich ein paar Sachen hingemacht. Ich muss aber gucken, welche ich hier lasse und welche ich rüber mache, weil ich finde diese... Okay, das sieht man jetzt halt auch nicht mehr so, ne? Das sind diese... Waren das diese Schneebären oder so ähnlich? Keine Ahnung. Die hatten richtig ein buschiges Grün und die sahen richtig cool aus. Ich glaube, diese Schneebären mache ich auch hier... Ne, okay, das sieht auch cool aus. Ich möchte hier nämlich sowas schön... ein grünes, buschiges haben, auch wie diese Heidelbeeren und so weiter. Und diese kleinen Dinger wie die hier oder die da oben, das sind die gleichen, glaube ich, ne? Oder wie das da hier, das ist so klein. Und das hätte ich dann eher vielleicht hier so, vielleicht in die hintersten vier und dass man hier dann auch nochmal Heidelbeeren und so weiter hinmacht, dann im Frühling, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ich mag diese kleinen hier nicht so am Fenster. Beziehungsweise wir könnten die da hier, die da, könnten wir vielleicht entweder hier vorm Fenster oder oben vorm Fenster machen. Lieber oben, weil die gelb sind. Die habe ich dann vor meinem Fenster, wenn ich rausgucke. Und da, wo kein Fenster ist, halt so buschiges. Wäre, glaube ich, cool. Ich wollte gerade sagen, klippt es eigentlich durch? Ja, ein bisschen. So, was machen wir zuerst? Wir machen, ich würde sagen, wir fangen... Nee, die Uhr. Wo wollen wir die Uhr? Nicht die Uhr eigentlich, also, warte mal. Kann ich die auch rein theoretisch hier hin machen? Ich wollte sie da oben hinkleben. Ich glaube, sie würde auch da oben hingehen, wenn ich weiter oben wäre. Aber ich kann sie auch hier hin machen. Warte mal, wie hoch geht die? Ist sie gerade, wenn ich... Warte mal, ich muss kurz mal gucken, ab welchem Punkt wird sie unge... Okay. Wir könnten hier natürlich auch so Tierköpfe hinmachen, aber ich bin kein Freund von Tierköpfen. Wir haben noch zwei Stöcke. Liegen hier zufällig Stöcke rum? Ich habe zwei Stöcke im Behälter, aber sehe ich gerade nicht. Mach mal den einen Behälter leer. Wo ist Kelvin eigentlich? Kelvin? Hast keine Lust zu arbeiten? Ja, du kannst machen... Ich gebe dir meine Aufgabe. Wenn du magst, kannst du es machen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir brauchen dann unbedingt noch Kannibalen, weil wir brauchen Arme. Und wir brauchen... Hallo? Ich überlege gerade... Oh. Ja. Da kommen Babys. Virginia schießt auf die und die sind nicht mit einem Schuss down. Das ist sehr interessant. Ist es tot? Nee, immer noch nicht. Guck mal. Boah, ist das hell auf einmal. Was ist das denn? Bist du tot? Virginia, mach du das mal, weil ich will dich nicht aus Versehen mit der Axt treffen. Wenn du es nicht machen willst, ist okay, dann geh aber bitte weg. Ich will dich nicht aus Versehen treffen. Wir alle? Hallo? Ja, glaube schon. Bin manchmal zu faul, meine Kettensäge rauszuholen. Deswegen mag ich es dann einfach schnell mit dem. Das dauert auch nicht so lange.
Wir haben ja schon die gute Ak. Dachte ich, da oben war was. Wir brauchen ja nicht viel. Zumindest momentan nicht. Haben das denn jetzt noch her und warum wollte das hier weglaufen? Wo hat sich das denn gerade versteckt? Krass. So, wir machen noch einen. Und dann... Eigentlich wäre es cool, die höheren Bäume umzumachen, weil da kommt mehr raus. Ich hatte letztens einen riesen Baum umgemacht, da kam super viel raus. Der ist voll weit geflogen, der war halt auch hoch. Und die da bringen halt nicht viel. Aber zum Glück wächst das alles wieder nach. Ja, und das da funktioniert jetzt nicht mehr so ganz. Ich muss das weiter hoch machen, weil hier stoppt es ab. Ich muss das vielleicht ein Ding weiter hoch machen. Aber dazu war ich noch zu faul. Was ist das denn? Die hat mir einen Fisch hingelegt und du frisst den oder hast du den gefischt und hast hier eine Pause gemacht? Ich habe nicht gesehen, ob die mir da einen Fisch hingelegt hatte oder ob der den mitgemacht hat. Ich habe gelesen, dass die jetzt halt auch tatsächlich, also ich weiß nicht welche Vögel, vielleicht auch nur Möwen, keine Ahnung, oder ob jeder Vogel, also diese kleinen Vögel nicht, aber diese hier jetzt halt zum Beispiel, ob die auch Fisch aus dem Wasser holen können. Und das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er den... Also es gibt mehrere Optionen. Entweder der hat ihn vorher schon gehabt und hat ihn hier abgelegt, um ihn zu futtern. Virginia hat ihn mir hingelegt und der wollte ihn sich snacken. Oder er hat ihn von da unten weggenommen und hat eine Pause gemacht. Aber hier fehlt keiner. War das schon wieder Keto? Nee. Die Gespenster. Ich weiß auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem... Okay, warte mal. Ich habe nur einen Fisch dabei. Dann würde ich sagen, nimm mal den da runter und mach mal den neuen dahin. Du hängst hier drin, ne? Du gehst komische Wege, aber der kommt da schon wieder raus. Danke. Die kommen schon wieder. Und so kommen immer diese kleinen Poppel hier zustande. Aber das sind jetzt ja ganz kleine Poppel. Was mache ich mit euch? Weiß ich noch nicht. Bleiben noch hier. Hallo? Schade, dass man die nicht verfolgen kann irgendwie und die gehen dann irgendwo runter und dass man den dann selber nehmen kann oder so. Knochen. Ich stand jetzt davor und dachte mir so, was heißt das Zeichen? Na, Knochen. Ich habe Knochen hier. Es soll es regnen auf. Juhu. Ja, und zwei Arme brauche ich jetzt. Also, Kannibalen, kommt bitte. Wetten, jetzt, wo ich sie brauche, kommen... Keine Kannibalen. Ich wollte gerade sagen, da kommt einer, aber das ist nur Virginia. Okay, also wir haben hier eine Uhr. Eine sehr schöne Uhr. Oh mein Gott, die wird so komisch sein. So. Fallen. Lass mich kurz mal gucken. Das ist dieser Teleporter, den können wir ja noch nicht. Was ist das da für ein Ding? Das braucht 10 Steine, 24 Knochen, 11 von den Köpfen. Ja, also Kannibalen, ich meine, wir können ihn ja mal hinsetzen. Ich muss ihn halt nur fertig kriegen, wenn wir auf Wanderschaft gehen. Aber was macht das Ding? Das Problem ist, ich weiß nicht, was das Ding macht. Weil ich habe in einem Trailer gesehen, oder war das das, wo man diese Rüstung... Also ich weiß schon... Ich weiß schon, was... wie soll ich das sagen...
Ich habe das schon gesehen. Ich weiß nicht, im Trailer wird es nicht gewesen sein, aber ich habe in dem Video, ich weiß nicht, welches Video das war. War das ein Trailer? Nee, ein Trailer. Ich glaube, in den Trailer packen sie sowas nicht. Aber von irgend so einem offiziellen, keine Ahnung was, habe ich das gesehen. Also mit der Goldrüstung, es ist nicht mehr so leicht. Es ist nicht mehr einfach nur so, dass du diese Goldrüstung findest, dass du sie trägst und dass du dann in diese Hellcave kommst. So einfach ist es nicht mehr. Du musst dann vorher noch was machen. Und da habe ich in einem, ich nenne es ja einfach mal Trailer, keine Ahnung, welches Video das war, habe ich aber gesehen, dass da irgendwas passiert. Nur ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. Ob das das da hier ist? Deswegen würde ich das, glaube ich, lieber irgendwo hier draußen bauen oder so. Wir können ja. Also hier möchte ich keine Fallen hinmachen, aber wir können ja rein theoretisch hier irgendwo Plattform hinmachen und das dann dahin machen. Da können wir auch unseren Teleporter hinmachen. Wir müssen ja den Teleporter dann, ich meine, den können wir eh noch nicht verwenden, aber wir müssen den ja nicht hier in die Basis machen. Das beide würde ich jetzt mal tatsächlich noch nicht aufstellen. Weil ich da noch nicht weiß, wie und wo. Es wird sich dann wahrscheinlich erst erklären, wenn wir auch die benötigten Materialien dazu haben und so. So, warte mal, lass mich nochmal von vorne anfangen. Das ist so ein Kreuz. Lampen, wir brauchen auch Lichtlampen. Oh mein Gott. Pass mal auf. Kann ja, glaube ich, nicht kaputt gehen, wenn Mutanten draufschlagen. Also wir könnten es auch. Da hat man diese wunderbare Aussicht. Ich nicht. Sieht man das hier so? Ich will das nicht so präsent machen, weil das nicht schön aussieht. Was ist, wenn wir es hier hin machen? Da brauchen wir aber auch Beine und Arme, also auch nicht so einfach. Und zur Not können wir die Mutantenrüstung nehmen, die ich jetzt halt anhabe. Dann ziehe ich halt irgendeine andere an. Dann mache ich mir irgendeine andere oder nimm die da her oder irgendeine. Oh mein Gott, sind wir schon. Mach die da. Aber jetzt kommen keine, ne? Was hatten die? Aloe Vera. Das ist voll gemein, ne? Wenn man Kannibalen haben möchte, kommen keine. Ja, dann stelle ich eben Fallen auf. Vielleicht kommen dann welche. Hier. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung. Was ich gelesen habe, ich glaube, diese Baupläne, die hatten mal, ich weiß nicht, ob hier in dem Buch oder wenn man sie findet. Ich glaube, wenn man sie findet, ich bin mir aber nicht sicher, hatten die Namen und die wurden weggemacht. Wahrscheinlich wollten einige, keine Ahnung, überrascht sein, wenn sie sie finden oder welchen Grund auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich fände es aber ganz cool, wenn die Namen hätten. Wenn es irgendeine Option geben würde, Namen anzeigen, Namen verbergen. Weil ich hätte gerne, also ich habe mir diese Namen von den Dingern zwar rausgeschrieben, aber ich habe die natürlich vergessen. Ich habe das nicht offen. Ich weiß nicht, was das macht. Klappt es so zusammen? Oh, guck mal diese Liste da an links. Ach, mir wird schlecht. Warte mal, ich muss das mal. Dreh dich mal. Warte mal. Bist du gerade? Bist nicht gerade, ne? Aber ist egal. Hier ist das. Frage ist, was macht die Falle? Ich brauche Wodkaflaschen. Also gehe ich davon aus, dass wieder irgendwas explodieren wird. Wir brauchen aber auch. Wir machen die jetzt mal dahin. Also, du brauchst Blätter, Steine. Okay, du brauchst wieder
Sammel die jetzt mal hier oben. Vielleicht kommt hier irgendein Kannibale und so. Oh, Stöcke. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Ich laufe bestimmt immer an super vielen Stöcken vorbei. Hallo. Virginia kann mich manchmal auch erstecken, ja. Ach nee. Ich weiß, wie es geht auf jeden Fall. Virginia, kannst du mir Stöcke bringen? Du machst das doch auch manchmal. Da war ein Stock, den habe ich gesehen. Ich weiß auch noch immer das fröhliche Stöcke suchen bei The Forest. Da bin ich tatsächlich immer mit dem Wagen los auch. Könnte man ja hier, denke ich, auch, aber... Also ich denke, man könnte das da auch wieder umstellen. Ich bin mir gar nicht sicher, aber es müsste auch gehen. Vielleicht habe ich das auch schon mal in der letzten Staffel gemacht. Möglich, möglich. Habe ich schon wieder keine mehr? Warte mal, was brauchst du? Ach so, zwei Flaschen. Zwei normale Flaschen waren das, ne? Was ist da passiert? Wächst es durch? Zwei normale Flaschen. Brauchst du noch was? Warte mal. Seile. Noch ein... Und das andere war für den anderen Dingens. Dann haben wir wenigstens die aufgebaut. Und vielleicht kommen ja dann. Darf ich nur nicht. Ich weiß nicht, ob das auslöst, wenn ich selber drin bin. Ich gehe mal ein bisschen weg. Nicht, dass ich das schon auslöse oder so. Seht ihr, wie das da drin flimmert? Da ist halt voll Spannung drauf, ne? Ich gehe da aber jetzt halt... Ich hoffe, Virginia und Kelvin lösen das nicht aus. Also Kelvin glaube ich weniger, wenn dann eher Virginia vielleicht. Aber... Oh, das sieht schon cool aus mit den Köpfen so am Ende. Und da steckt... Da steckt der Stock im Schädel drin. Mit den kleinen Spitzen. Und hier drin ist alles verbunden. Also ich muss sagen, es ist eine coole Konstruktion. Sie muss halt jetzt... Hallo! Ich laufe hier außen rum. Möchte jemand zu mir kommen? Hallo? Weißt du, wenn man sie in der Ecke brauchen kann, kommen sie jede Minute angeschissen. Und dann, wenn man sie einmal da haben möchte... Nix. Guck mal, hier sind auch schon wieder Bäume nachgewachsen. Ich habe Angst, dass ich Dulli da einfach mal aus Versehen reinlaufe. Wir werden auf jeden Fall auch noch einige von den anderen Fallen machen. Unter anderem diesen Speerwerfer. Nur ich weiß noch nicht, wie der funktioniert. No, Tiefflieger. Ich weiß noch nicht, wie weit der schießt und wie der funktioniert. Also diese Falle hier. Und vor allem, doch, die geht in die Richtung, ne? Vor allem, wie, also wo ich die erstmal hinstelle. Ist es, wenn die hier über den Draht laufen, dass die dann von der Seite schießt? Die schießt von der Seite, wenn die über den Draht laufen. Okay, wo laufen die immer entlang?
Manchmal überall und manchmal haben die komische Wege, ne? Also das ist alles nicht so einfach. Vielleicht, wenn die von hinten kommen, dass ich das hier irgendwie. Oder ich. Ich meine, kaputt machen können sie es ja nicht. Dass ich das hier irgendwie so hinstelle? Das geht in den Boden, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das dann zählt. Wenn, dann müsste ich das hier hinstellen, damit es hochgeht, oder? Virginia, ist im Weg. Nee, das geht wahrscheinlich nicht, weil es hier reinklippt und weil es halt, hier ist ja bergauf, ne? Warte mal. Wieso geht's hier? Weil der Berg nicht so steil. Wir können es ja mal hinstellen. Und falls es doch anders gedacht ist, können wir es ja immer wieder. Wegmachen und neu hinsetzen. Aber so wie ich das sehe, wenn die hier durchlaufen, dann schießen die Speere, oder? Es kommt halt wirklich keiner. Es ist ja so traurig. Ich mache dann auch gar nicht so weiter. Ich werde dann die Folge einfach stoppen und dann geht es dann hier gleich weiter. Weil nicht, dass dann zwischendrin welche kommen und die lösen die aus und ihr seht es nicht oder so, ne? Das wäre natürlich schade. Wieder so ein halbes Ding, Knochen. Außer die kommen. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner, wenn ich nicht da bin. Brauche ich noch was? Die vier Ladungen. Andere sind nur die Arme und so. Das ist Virginia. Da habe ich mich schon gefreut, dass da vorne jemand ist. Ich hoffe halt, dass der Draht hoch genug ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die auslösen, wenn ich selber drüber gehe. Ich will es jetzt nicht testen, weil nicht, dass das dann auslöst und dann. Ich weiß nicht, wie ich das dann nachmache. Muss ich dann, wenn die verschossen wurden, muss ich dann einfach die wieder sammeln und reinstecken? Und wie ist es mit der Falle hier? Muss ich die dann einfach wieder aktivieren? Kann ich aber leider jetzt nicht testen, weil keiner kommen möchte. Die wissen ganz genau, dass ich jetzt da Fallen aufgestellt habe und dass ich die testen möchte. Ja, gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Aber ich werde jetzt auch gleich speichern, sodass keiner diese Falle auslösen kann. Warte mal kurz. Und wenn die jetzt eine auslöst, während ich hier drin bin, dann ist aber was los. Muss nochmal gucken. Aber wir haben ja voll viele Speere. Also wenn die Falle gut ist, dann können wir links und rechts eine hinstellen oder mehr Fallen so am Rand entlang stellen oder wie auch immer. Das ist ja dann nicht so, aber nicht so tragisch. Und ich hab auf jeden Fall auch noch eine Falle gesehen in dem Video. Die habe ich noch nicht. Die ist halt mega gut. Ich speichere mal kurz. Und die Falle, die ich gesehen habe, die ist halt mega gut und die schnetzelt halt total, ne? Aber ich würde euch jetzt in die nächste Folge schicken und dann können wir hier noch ein bisschen weitermachen mit Zeugs. Und vielleicht kommt ja noch jemand, der unsere Fallen testen möchte. Vielleicht stellen wir auch noch mehr Fallen auf. Ich meine, wir haben ja Ressourcen. Okay, irgendwann gehen natürlich diese Knochenrüstungen aus, ne? Warte mal. Jetzt hat sie sich hingesetzt. Unglaublich.
Guck mal, wenn eh keine kommen, dann mache ich einfach meine Tür auf. Vielleicht kommen ja dann welche. Wir gucken einfach mal. Kommt halt wirklich keiner. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich schicke euch mal in die nächste Folge. Dann geht's morgen weiter. Dann machen wir morgen noch ein bisschen hier am Ding, an der Base. Und ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen will, weil wir haben jetzt seit Herbst. Wenn wir morgen noch eine Folge machen, dann ist es auch noch Herbst. Ja, morgen ist noch Herbst. Und dann, wenn wir losgehen, dann wären wir wieder im Winter unterwegs. Also ist natürlich nicht so schlimm, ne? Aber ich wäre auch gerne mal im Frühling oder im Sommer unterwegs und nicht nur im Herbst oder im Winter. Deswegen überlege ich, ob ich den Winter, ob ich da noch irgendwie was bauen soll. So für mich halt, es ist einfach nur Materialbeschaffung und ein bisschen. Oh. Wow. Wow, die werden gestunt, aber er ist nicht tot. Die werden gestunt und dann brennen die. Kann ich denn? Wer ist der? Jetzt wäre der fast durchgelaufen. Magst du, warte mal. Magst du hier durchlaufen? Die laufen außen rum. Oh, das ist Frank. Der geht halt natürlich jetzt rein, weil ich die Tür offen gelassen habe, aber der kann eh nichts machen, außer im Brennen. Aber mögt ihr hier durchlaufen? Guck mal her. Siehst du, wenn ich meine Tür aufmache, das da oben ist Frank. Der hat sich selber angezündet. Der hat sich selber nochmal angezündet. Und der. Okay, sie haben einen abbekommen, glaube ich. Aber. Sie haben einen abbekommen. Hallo. Schon wieder down. Komm mal her. Willst du auch mal durchlaufen? Komm mal her. Ein kurzes Vergnügen. Ich glaube, das war Frank, weil du hast, als er hier stande, hast du diesen Sound von so einem kaputtgehenden Glas oder Glasflasche oder irgendwie sowas gehört, ne? Ich glaube, das war Frank, der sich selbst anzündet. Das ist ja super interessant, dass ausgerechnet der in die Falle gelaufen ist. Ich glaube, das könnte gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher. So. So. Bin mir nicht sicher, ob das der war. Also ja, sie funktionieren. Und hier kann ich jetzt wieder sagen. Ah, ich kann hier selber schießen. Wie cool ist das denn? Und die schießen dann hier rein. Das ist ja interessant. Warte. Ich kann auch selber schießen. Warte, ich will mal kurz was testen. Hier bei mir macht's nichts. Vielleicht ist es auch nur. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, als er hier drüber ist. Ich habe nichts gehört. Vielleicht muss man auch das manuell schießen. Das wäre aber doof. Ich glaube, das löst schon aus, wenn die hier drüber laufen, oder? Weil wozu soll. Hier ist ja die Batterie. Wozu sollte dann das hier da sein? Sieht schon cool aus. Und das da stand auf jeden Fall und dann. Knaps zu und dann brennen die. Während des Stunt kann ich auch noch mal drauf schießen. Sehr gut. Siehst du, wenn du willst, dass Kannibalen kommen, mach einfach deine Tür auf. Aber warte mal. Oh mein Gott, das ist komisch.
So. Hast du noch einen zweiten Arm? Wir haben die Uhr auch fertig. Zeigt jetzt die aktuelle Zeit an. Bewegen die sich auch? Die bewegen sich. Ach, du Heilige. Also, ich muss sagen, ich finde es... Mach weg. Ich finde es cool. Das ist nice. Und da brauche ich jetzt noch... Vier Arme. Noch zwei Stück, okay. Also das sieht auch schon. Da sind hinten die Füße. Und vorne sind dann die Hände auch. Und oben sind die Hände. Oh mein Gott. Ja, es ist halt eine Mutantenrüstung. Obwohl, das sind keine Mutanten. Das sind ja Kannibalen. Obwohl, Mutanten waren auch immer Menschen. Und ja. Alles nicht so. Hallo. Geht schon wieder viel zu lang die Folge. Hallo? Aber ich brauche deine Beine eigentlich nicht, ne? Was mache ich mit deinen Beinen? Das ist schon... Also... Weiß ja nicht. Ich kann dich mitnehmen für Knochen. Wie elegant die hier drüber gesprungen ist. Ich mach schon wieder viel zu lange. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Fehlen nur noch zwei. Das ist okay. So. Dann schubse ich euch jetzt aber in die nächste Folge. Dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Dann geht es noch ein bisschen hier weiter. Und wie wir es im Winter machen und so weiter, überlege ich mir noch. Und jetzt mache ich wirklich Schluss, bevor noch jemand kommt. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und bis morgen. Tschüss.